Servus miteinander. Wir haben Ende Juni und wir haben nicht viel Zeit in den letzten Wochen gehabt. Deswegen, das letzte Video ist wochenlang her, gell? Und was an einem Bienenstand geschieht, wenn der Imker keine Zeit hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Ja, was haben wir da gehabt? Also, wir haben hier unser Supervolk, gell, die haben eingetragen, trotzdem unterhalb der letztjährigen Frühtrachtmenge, obwohl es ein Supervolk ist, die haben, die sind nicht in eine Schwarmstimmung reingekommen. Allerdings haben es jetzt mit Linde das alles voll getragen, gell, hier. Das zweite Volk mit der alten Königin, das ist noch eine gelbe, die sind ein wenig schwer in die Gänge gekommen, aber jetzt haben's beide Honigräume auch voll. Und hier den kleinen Ableger, der hat wirklich eine Königin hervorgebracht, gell, eine gute, und hat, weil wir die auch gefüttert haben, gell, als kalt war im Mai, da haben wir einen Futterteig aufgelegt, die hat gestiftet wie blöd und einen Wildbau produziert, gell, den seht ihr hier. Mittlerweile hat sie einen zweiten Brutraum, haben die einen zweiten Brutraum bekommen und gehen jetzt in Richtung Überwinterungsstärke. Dann haben wir hier das Volk, ja, hier kann man sehen, wo sind denn die Binner, gell? Die sind gar nicht mehr da und der Honigraum ist auch irgendwie viel zu leicht, gell? Leichter als die anderen, gell? Da ist ein Schwarm abgegangen, als wir in Berlin waren. Und ja, also die, das ist ein Volk, das weiß ich jetzt auch nicht, also auf jeden Fall machen die sich eine weitere Königin und haben auch irgendwie, weiß ich nicht, ja, die müssen wir beobachten, gell, wir haben ein wenig den Verdacht, dass da eine Krankheit im Verzug ist, oder? Das sind eure Binner, die da sterben, das werden wir, müssen wir beobachten, gell. Und dann haben wir hier den Ableger vom letzten Jahr, der wirklich schwer in die Gänge gekommen ist, der letztes Jahr sehr vermilbt war, der hat sich jetzt bekrabbelt, der hat auch wieder zwei Honigräume jetzt angefüllt mit Linde und der ist jetzt voll auf dem Ding und jetzt haben wir nach der Sommersonnenwende und was machen wir da, das müsst ihr wissen, gell? Ab jetzt schauen wir uns nicht mehr die Brut an, gell, bei die Binner, sondern wir schauen uns die Binner selbst an, gell, ob sie gesund sind und was der Varroa-Status ist, ganz wichtig. Und wir haben jetzt angefangen mit dem Bannwabenverfahren. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, das haben wir vorletztes Jahr auch schon gemacht. Schaut euch die Videos an, wenn ihr wissen möchtet, wie das funktioniert. Wir haben damit jetzt gestartet, so dass wir Ende Juli dann damit durch sind, gell? Wann die anderen Leute mit der Ameisensäure herummachen, sind wir mit dem Bannwabenverfahren durch. Ist leider eine sehr aufwendige Sache, vor allen Dingen, wenn man jetzt bei vollem auf dem Höhepunkt der Völkerentwicklung, dass man da die Königin rausfindet, gell? Das ist eigentlich das Komplizierteste daran, gell? Das ist sehr nervenaufreibend, weil die Binner mengen das nicht, wenn der Kasten so lange auf ist, gell? Pro Bannwabe, gell, wo eine Brutwabe reinpasst, gell, müsst ihr drei Waben aus dem Kasten rausnehmen, gell? So ist es, schaut es euch an, die Videos, oder auf der hausbiene.de Seite, da habe ich das alles nochmal fein säuberlich aufgeschrieben mit einem Schaubild und so weiter, so wie man das gerne hätte, wenn man was lernen möchte, gell? So. Das war's an für sich für von mir, gell, für heute. Es ist jetzt so Ende letzte Juniwoche und ich kann euch nicht sagen, wann das nächste Video kommt, weil ich so viel um die Ohren habe, dass man die Binner, die laufen nur so nebenher, gell. Ein Glück, dass wir das schon 13 Jahre machen, da wissen wir genau, was wir da
was wir nicht machen müssen, was wir sein lassen können und wo man dann doch, aber was doch dringend dann nötig ist, also sozusagen das Minimum an Imkerei, das haben wir schon auch irgendwie raus, möchte ich sagen. Gut, wir haben Erfolg verloren, macht nichts, wir haben genug für den Honig, kein Thema. So, ja, dann wünsche ich euch noch einen restlichen schönen Juni. Bis bald, macht's es gut, gehabt euch wohl, pfiat euch. Ja, was hat er denn jetzt nun gemacht de facto? Wildbau hat er entfernt, er hat die Frühtracht geerntet und geschleudert, er hat Waben sortiert, also im Honigraum Frühtracht, angetragene Frühtrachtwaben markiert, damit er dann sozusagen daraus einen Spätfrühling ernten kann. Jetzt sind nur noch Lindenwaben in den Honigräumen und die Silberlinde ist noch gerade dabei aufzublühen. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt noch geht und wie viel sie bringt. Also wir werden mit den Honigräumen wohl hinkommen. Es wird sicherlich keine Rekordernte, aber das wollen wir ja auch gar nicht. Und also es sieht wirklich so aus, als ob das Volk, was geschwärmt ist, dass das krank ist, dass sie wieder mal diesen Paralysevirus haben. Man sagt zwar, kranke Völker schwärmen nicht, aber vielleicht sind sie ja erst nach dem Schwarmakt erkrankt. Das wird sehr viel Arbeit machen, die zu heilen. Das hatten wir schon zweimal. Wie man das macht, steht auch auf der Webseite hausbiene.de. Wenn ihr schwarze Zitterbienen in euren Kästen habt, dann guckt euch bitte den Artikel an, wie wir da vorgegangen sind. Es sind brachiale Methoden, aber sie bringen was. Ich hoffe, dass sich das von selber wieder heilt. Ja, sie sind ja gerade dabei, eine Königin sich zu generieren. Und ich hoffe, dass wenn jetzt in 14 Tagen neue Brut schlüpft, na, die wird ja noch nicht schlüpfen, aber angelegt sein, dann schon sehr, dass sich das von alleine wieder heilt. Das ist die Kinderhoffnung. Wir werden sehen, ob es auch, ob die sich erfüllt. Ansonsten mussten wir viel nacharbeiten, was in den vergangenen 6 Wochen oder länger sozusagen liegen blieb und bis auf einen Minimal-Imker-Einsatz unbearbeitet, ungearbeitet gelassen worden ist. Das macht viel, ist sehr aufwendig, das jetzt zu machen, aber es muss sein, vor allen Dingen jetzt hier mit dem Bannwabenverfahren. Wir haben jetzt zum Glück alle Königinnen gefunden, ein Segen, und jetzt kann das starten und wir haben das schon 2 Jahre lang gemacht, also wir wissen, wie das geht und hoffen, dass es auch dieses Jahr was wird. Ja, das war's erstmal von uns aus Hamburg. Macht's gut, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.